Der Clan Reigns hat auch einen Reopen geschafft, so zu fragen. Willkommen zu einer neuen Folge der Coasts mit Erich. Übernächste Woche kommt eine neue Folge der Top 5 Core Civil Clips. Wenn ihr gute Clips habt und drin sein wollt, könnt ihr diese gerne einsenden. Den Link zum Einsenden findet ihr in der Videobeschreibung. Am 30. Mai um 18 Uhr wird ein Core-Server öffnen, wo man unter anderem Cores FFA spielen kann. Die IP lautet futureaim.net. Der Clan CSI hat ein Reopen gestartet und sucht momentan jede Position. Bewerben kann man sich per DM. Der Clan Reigns hat auch ein Reopen gestartet und sucht nur aktive Pusher und Basives. Bewerben kann man sich auf dem Discord. Zudem gibt es einen neuen Clan namens Weißwein. Sie suchen nur aktive Member auf dem Teamspeak. Der Clan OG CW sucht nur Pusher und Basives. Bewerben kann man sich auf dem Teamspeak. Und die zwei Clans Beverly Hills und Aircore suchen nur aktive Pusher und Basis auf dem Teamspeak. Wenn ihr in der nächsten Folge etwas erwähnt haben möchtet, dann markiert mich gerne auf Twitter. Nun überlasse ich erstmal Erich das Wort. Kommen wir schon zu der Frage an die Community. Ich allerdings wollte erstmal erwähnen, dass es mich unglaublich gefreut hat, dass die letzte Folge so gut bei euch angekommen ist. Und mir ist aufgefallen, dass ihr euch alle ziemlich stark über Schilder beschwert hattet. Und da denke ich auf jeden Fall, dass ihr euch auf was freuen könnt. Allerdings wollte ich hiermit nochmal erwähnt haben, dass wenn eine Abstimmung hier irgendwie positiv endet, heißt es noch lange nicht, dass es auf jeden Fall dann tatsächlich auch so auf dem Netzwerk erscheinen wird. Aber trotzdem soll ich das jetzt nicht in euren Vorschlägen oder Ähnliches einschränken. Auf jeden Fall komme ich schon zu der Frage in die Community. Und zwar wäre meine Frage heute an euch, ob ihr euch ein Enchanter-Comeback in Course wünscht. Das wird natürlich dann nicht so sein, dass es dann irgendwie 32 Stacks Bottles gibt und dass das alles OP wird, sondern so vielleicht mit 16 Bottles, 32 Bottles. Und da könnt ihr auf jeden Fall oben rechts jetzt mal abstimmen. Würde mich sehr freuen. Und halt dann, wenn ihr noch was dazu schreiben wollt, gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall unglaublich freuen. Und jetzt macht Chopman weiter mit der Top 10. Kommen wir nun zu der Top 10. Links seht ihr die neue Top 10 und rechts seht ihr die alte Top 10. Skull ist wieder von Platz 2 auf Platz 1 aufgestiegen. KB ist an Platz aufgestiegen und belegt somit den zweiten Platz. VC ist von Platz 7 auf Platz 3 aufgestiegen. TQZO ist an Platz aufgestiegen und belegt somit den vierten Platz. MVP ist 9 der Top 10 und belegt direkt den fünften Platz ohne Lose. Der Clan Yatsu ist von Platz 1 auf Platz 6 abgestiegen. Olko und UBC sind auch 9 der Top 10 und belegen den siebten und achten Platz. Torp ist an Platz abgestiegen und belegt somit den 9. Platz. Skull ist von Platz 6 auf Platz 10 abgestiegen. Das war's auch schon mit den Courses. Wir würden uns freuen, wenn ihr von nun an jeden Sonntagabend bei uns einschalten würdet.